Schaschlik. Erstmal ein paar Sachen verstecken. Hallo, weiter geht's im Text. So, was haben wir hier? Achso, ja, was haben wir hier? Alte Kette. Und meine alte Kette und mein altes Kettenblatt. Und zwar ist die Kette verschlissen. Meine schöne goldene Igelkette. Leider ist aber auch mein Kettenblatt runter. Und das war schon, das hat irgendwann angefangen, Geräusche zu machen. So wie ein Malwerk. Na, wo ist denn der Anfang hier? Man sieht es immer ganz gut, wenn die Kette hier drum läuft. Man tritt rein und guckt nach unten. Man hat dieses Rattern. Man denkt dann vielleicht, oh, mein Inlager ist kaputt. Wenn man jetzt nach unten schaut und da, wo die Kette das Kettenblatt verlässt, hier unten, fängt die so an zu schwingen unter Last. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Kettenblatt verschlissen ist. Wo es ganz schlimm ist, wenn man auf das verschlissene Kettenblatt eine neue Kette drauf macht. Erst da merkt man das richtig, dass es verschlissen ist, weil dieser Effekt dann noch stärker wird. Das heißt, dieses Malwerkgeräusch wird ganz extrem. Und wenn man ein bisschen stärker reintritt, fängt die sich richtig an, hier hinten hochzuziehen. Also dieses Schwingen wird dann noch extremer, weil die sich immer leicht anfängt hochzuziehen und dann löst sich das wieder. Dann fängt die richtig an zu schwingen und unter richtiger Last, im schlimmsten Fall, zieht die sich hoch und verkeilt sich in der Kettenstrebe. Darum ging es eigentlich gar nicht. So, ich habe mir mal wieder eine neue Bremse geholt, weil ich einfach keine Lust mehr habe auf meine aktuelle Bremse. Und die Trickstuff ja immer noch nicht da ist. Die macht jetzt übrigens ein neues Rennen. Das Rennen gegen die E13-Reifen hat sie ja mit Bravour verloren. Und jetzt gibt es ein neues Rennen. Trickstuff gegen mein neues Rad. Mal gucken, was zuerst kommt. Wetten nehme ich wieder an. So, ich habe mich jetzt entschlossen, mir eine Magura zu bauen. Wir haben uns auf den Namen geeinigt, MTC, C für Custom, also MT Schaschlik. Also MT Custom, Custom, weil die aus mehreren Magura-Bremsen zusammengebaut ist. Wie direkt ins Auge springt, ist der polierte Bremssattel. Kennt man von der Limited Edition, von der MT7 als 1893 Edition. Die hat dann die polierten Bremssättel, hat aber auch ein MT7 Hebel mit chromfarbener Schelle und chromfarbenem Designdeckel. Das habe ich jetzt so nicht gemacht. Ich habe mich bewusst für den MT5 Hebel entschieden, aus folgendem Grund. Und zwar ist das Übersetzungsverhältnis von dem MT5 Geber und MT7-Geber unterschiedlich. Der MT5-Geber ist ein bisschen schwächer übersetzt. Das heißt, wir haben etwas weniger Bremskraft. Aber das, was mir viel wichtiger ist, und zwar hat man mehr Bremsfeeling. Bremsfeeling ist, wie soll man das erklären? Das ist das Gefühl im Bremshebel, wie stark man, das ist das Gefühl, wie, das ist das Gefühl, was man im Bremshebel quasi spürt, wie stark man jetzt eigentlich bremst. Ich will lieber dieses Bremsfeedback haben, deswegen MT5 Hebel und auch den langen Hebel. Damit komme ich besser zurecht als mit diesen kurzen. Die kurzen, die gefallen mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und auch keine Shigura. Das ist diese trendige Bezeichnung, wenn man Magura Bremssättel mit Shimano Bremshebel kombiniert. Deswegen Shigura, Mischung aus beidem. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich komme mit dem langen Magura Hebel gut zurecht. Und warum soll ich mir dann einen Shimano Hebel drauf machen, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkomme? Oder was heißt überhaupt nicht zurecht bei dem Shimano-Hebel? Erstmal sind das so Kindergartenhebel, dadurch finde ich den Drehpunkt ein bisschen komisch.
Und die Hebel sind mir zu klein von der Auflagefläche. Also hier dieser Bereich, der ist bei der Shimano, erstens ist der Hebel dünner und der ist auch viel rundiger. Dadurch drückt sich das immer so ein bisschen in meinen Finger rein. Und da komme ich mit der großen Auflagefläche des Magura-Hebels viel besser klar. Ja, den MT5-Hebel habe ich kombiniert mit einer Carbon-Schelle. Die Lenkerklemmung aus Carbon. Im Bremssattel gibt es diese farbigen Ringe. Die sind hier jetzt blau. Passt ja eigentlich auch. Ich bekomme aber noch lilane. Jetzt gibt es bei der Magura ja verschiedene Belege. Und zwar verfolgt die ja ein anderes System wie die meisten Vierkolbenbremsen. Die meisten Vierkolbenbremsen haben einen großen Belag. Zwar unterschiedliche Kolben vom Durchmesser her. Das heißt, der vordere Kolben ist vom Durchmesser etwas größer als der hintere. Dadurch wird der Belag flächiger an die Scheibe gedrückt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass wenn die Scheibe sich dreht, wenn man jetzt von oben reinguckt und die Belege an die Scheibe fahren, die Scheibe dreht sich ja in die Richtung, wenn man nach vorne fährt natürlich. Wenn man jetzt anfängt zu bremsen, also wenn der Belag jetzt an die Scheibe fährt, fällt die Scheibe hier durch und durch die Reibung zieht es den Bremsbelag hier unten an der Stelle mehr an die Scheibe als oben. Das ist so eine Art, das ist wie die Auflaufwirkung. Deswegen sind die Kolben unterschiedlich vom Durchmesser und zwar da, wo die Scheibe als erstes reinläuft, ist der Kolben vom Durchmesser kleiner. Und oben, wo die Scheibe den Sattel verlässt, ist der Kolben vom Durchmesser größer. Und größerer Kolben heißt mehr Kraft. Unten haben wir schon diese Auflaufwirkung, was allein durch das Bremsen den Belag schon dran drückt. Deswegen brauchen wir da nicht so viel Kraft. Am vorderen Bereich haben wir den Effekt nicht. Das heißt, da brauchen wir ein bisschen mehr Kraft. Deswegen ist der Kolben größer. So, bei der Magura ist das Prinzip ein anderes. Und zwar haben wir gleich große Kolben. Und bei der MT7 zumindest vier einzelne Belege, die dann für jeden Kolben einzeln sind. Das ist quasi so, als hätte man jetzt keine direkte Vierkolbenbremse, sondern einfach zwei Kolbenbremsen, zwei kleinere Zweikolbenbremsen hintereinander. Das hat zum Beispiel den Vorteil, und zwar der Belag, wo die Scheibe als erstes reinkommt. Wenn er heiß wird, überträgt er, weil er nicht verbunden ist mit dem vorderen Belag, überträgt er die Hitze nicht über die Trägerplatte und über den Belag nicht. Das heißt, wir haben mal ein besseres Hitzemanagement, weil auch der Bremssattel hat diesen Steg nochmal in der Mitte. So, jetzt gibt es natürlich auch die Doppelbelege von Magura. Das heißt, wir haben auch wieder zwei Belege, aber die sind von der Trägerplatte zusammen verbunden. Das hat aber den Vorteil, dass die Belege sich nicht kippen. Bei den Einzelbelegen ist es nämlich so, dass, wie vorhin schon erklärt, wenn die Scheibe hier reinläuft, fangen die sich an, hier fest dagegen zu drücken. Und da wir jetzt nur einen Kolben haben und einen relativ kleinen Belag, haben wir halt keine andere Kraft, die den flächiger dran drückt, also keinen zweiten Kolben. Und dann drückt er sich unten mehr gegen und wir kriegen halt an der Ecke eine höhere Hitzeentwicklung, weil wir da halt mehr bremsen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, Doppelbelege zu fahren, aber von Trickstuff. Bei denen finde ich zum Beispiel gut, dass die beide oben mit den Originalsicherungsschrauben gesichert werden können. Die Original-Magura haben ja so Haken, die dann hier oben über dem Sattel sitzen. Dadurch, dass aber die Belege immer so minimal Spiel haben bei jeder Bremse, bei manchen mehr, bei manchen weniger, dadurch hat man aber durch diese Haken, dieser Ausfallschutz, verkratzt man den Bremssattel auf Dauer. Und ich fahre mittlerweile in jeder Bremse die Trickstuff-Belege,
ich bin von denen immer noch sehr begeistert. Und zwar habe ich bisher immer den Effekt gehabt, dass die Bremskraft höher ist und die Dosierbarkeit ist trotzdem immer sehr gut. Die kommen jetzt auf jeden Fall rein. Ach ja, ich habe ja noch hier von Bike Yoke das sogenannte Shifty, die Shifty Rolle. Bei mir jetzt in Gold. Dann die SRAM 11-fach und 12-fach Schaltwerke. Die haben von der Zugführung hinten so eine Umlenkrolle. Und die Umlenkrolle hat die Eigenschaft, dass die irgendwann nicht mehr so leichtgängig ist von der Lagerung. Und dadurch schaltet es nicht mehr richtig. Dann müsste man die austauschen. Und es gibt von Bike Yoke welche aus Aluminium mit einem Rillenkugellager gelagert. Ich habe es jetzt mal in Gold genommen. Gibt es auch in Schwarz. Ach ja, Scheiben behalte ich meine. Trickstuff Dächle UL 180-180. Ich werde das jetzt mal montieren und dann bin ich gespannt, wie sich das so fährt und wie das auf dem Rad ausschaut. Da gibt es dann wieder Bilder für Instagram. Und dann sage ich mal bis dann. Tschüss.